Hallo liebe Freunde, am dritten Tag des Schnees, jedenfalls bei uns hier in Südniedersachsen, ja, ich und meine Versprecher, freudsche Versprecher, ja, ich habe noch viel Freude, ich hoffe ihr auch. Ja, ich bin immer noch in Verrannt, habe ja da die Ork-Banditen auch zuvor erledigt und hier gab es noch sehr viele Oger, vielen Dank auch noch für die superklasse Kommentare, auch die aufmerksamen Kommentare. Jede Menge Goblins gab es hier noch und ich gehe jetzt mal wieder raus. Wenn ich hier oben hochgehe, komme ich auf die nächste Ebene. Das will ich aber nicht. Ich gehe nämlich wieder zurück. Nee, oder ich muss hier wieder runter oder hoch. Ja. Ach ja, weil ich musste ja hier ganz runter. Und diesmal läuft's mit den Musikdateien. Da waren nämlich noch alte dabei. Alarm, du hattest recht gehabt, ja. Da waren welche noch aus Tutanchamun-Zeiten. aus ganz alten Zeiten. Irgendwie hat der alte Deinstaller das wohl nicht mitgekriegt. Und wenn ich jetzt hier so labere, achte ich wohl gar nicht mehr, wo ich rauskomme. Da hinten müsste ich rausgehen, weil ich habe mir was aufgeschrieben. Werde ich in dieser Folge wohl ziemlich schnell von einem Punkt zum anderen flutschen. Und zwar, ihr seht da hinten in der Diesigkeit, da ist doch so eine klaffende Klaffung da. So, und ich habe im Off so ein bisschen bin herumgewandert. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und es gibt da nämlich noch eine Stelle. Und zwar, gucken wir mal. Nee, ich habe immer noch das andere Magiezeichen. Ich muss mal eben gucken, wo ich das Magiezeichen habe. Oder die Rune. So, und zwei Punkte. Erstmal fetze ich ins Nomadenlager. Und mir ist aufgefallen, da gibt es noch einen Bereich. Den habe ich auch wieder mal nicht entdeckt. Und zwar Zicklines. Ganz viele Zicklines. Wenn ich jetzt nämlich hier geradeaus gehe, habe mir das alles aufgeschrieben hier, ein bisschen Zeit investiert, weil ich will hier akribisch alles irgendwie so gut es geht irgendwie durchkriegen. Ne? Und wichtig ist das für mich, ich muss erstmal geradeaus durch und da hinten ist es schon, da ist ein riesiger Fels dahin. Da hier, der Fels da. Und hier oben geht es auch noch irgendwo hoch. Da kommen wir aber gleich zu. Und auch wieder vielen Dank für den aufmerksamen Eintrag von Taris. Und Taris war es, der gesagt hat, du, da war doch noch eine Spalte, die kannst du erklimmen und erklettern. Ich sagte, ja, und dann habe ich das nochmal nachgeprüft und denke ich mir, okay, da war ich schon. Da waren ja vorher ganz oben so ein paar Löwchen, von denen ich hergekommen bin. Wo ich zum allerersten Mal auf Löwen traf. Das ist schon etliche Folgen her. Ja, und hier gibt es zwar nichts Aufregendes, aber hier gibt es eine Sonnencreme und eine Drachenwurzel. Nein, also eine Drachenwurzel und eine Sonnenaloe. Haha. Und noch eine Sonnenaloe, die wichtig ist, sein kann. Weil ich weiß jetzt im Inventar nicht, wie viel es gibt. So, das ist hier die erklärte Schlucht, beziehungsweise diese Spalte da. Und da, hier, über meinem Schädel, da bin ich rausgekommen. Jetzt, andere Richtung. Und zwar, Rico, diesen einen Aufstieg da hinten. Denn, wenn wir Magie kriegen können, dann an jeden Adanos Schrein. Und ich meine, da oben wäre noch ein Adanos Schrein. Bewacht von einem Nomaden, glaube ich. Ja. Schön, jetzt läuft die Musik auch wieder rund. Ich brauche nicht mehr manuell. Ja, die ersten beiden Versionen da, das lief zwar wohl, nur halt eben, wie schon gesagt, hatte ich alte Dateien. Und da hat wohl irgendwie der Parser da mal wegen der doppelten Dateien irgendwie ein bisschen Mist gebastelt. So, war das hier? Nee, ich muss ganz hoch, richtig. Und dann konnte er sich wohl wahrscheinlich nicht entscheiden. Und hat dann die kaputte genommen, ohne Loop.
Und dann hat er eine andere gefunden. So kann ich mir das halt eben von der Technik her vorstellen. Ja, und aber jetzt, ich habe die ganze Zeit durchlaufen lassen. Es läuft. Also haben wir das auch schon, schon wieder behoben. Ja, wo war er denn nochmal? Jetzt habe ich mich selber wieder vertan. Ich speichere mal ab. Erstmal zu Saids Nomadenlager. Und dann wird daraus ein Schuh. Weil da war nämlich kurz davor der Aufgang. So, und das ist die Geschichte. Und dann war das davor oder kurz danach. Gucken wir nochmal eben. Ne, da geht's rum. Da gehe ich aber auch nochmal gleich lang, weil da noch was ist. Hier, da ist der Aufgang. Da ist der Aufgang mit dem Schrein. Da muss ich hinein. Ach ja, also. Also die Kommentare von euch, die sind ja echt brillant. Nochmal danke. Was heißt brillant? Ich empfinde das so, weil wäre ich nicht darauf gekommen, nochmal an die Stelle zu gucken, wo eventuell ich hätte was vergessen haben können. Bums, Falara, entdeckt man immer was Neues. So, da ist ja der Typ wieder, der das bewacht. Das ist nämlich ein Nomade. Und da ist ein Adanos-Statüchen. Was heißt das? Wo habe ich überhaupt noch Geld? Schenk dir Mana plus 1. Ach so. Mana plus 1. Ich dachte Magie. Ja, okay. Oh, sind nicht mal viel hier. Was wollte ich gucken? Ich wollte nochmal. Ach ja, Geld gucken. 217. Nicht viel. Ich muss wieder zum Händler hin und mal wieder so plumper Quatsch loswerden. Ja, dann geht's wieder rund. Und Admiral Tolwin, Grüße nach Mönchengladbach. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr. Wegen Breitengrad und überhaupt die ganze geografische Lage. Bist du Geocacher? Das habe ich einmal gemacht. Bin zweimal auf die Suche gegangen, habe auch zweimal oder dreimal, habe auch immer was gefunden. Ja, ansonsten Geodaten sagen mir ja nicht so viel aus. Also, ja, Gott, schon. GPS, ich habe aber nicht so ein GPS-Gerät, sondern ein normales Feldtelefon, Funkfeldtelefon, auch Handy genannt. Und da gibt es so eine App und da kannst du dann cachen und sowas. Ja, irgendwann habe ich es mal gemacht. Ja, über die große Steinbrücke. Da hinten ist ja die Quellhöhle. Die haben wir durch. Jetzt gibt es wieder ein neues Gebiet. Wenn ich immer so falsch betone, dann liegt das daran, dass ich mit der Schweiz ein bisschen kommuniziert habe. Die betonen immer so anders. Die sagen statt Labor, sagen die Labor. Und statt WG, sagen die WG. So, und schaut mal, was wir hier haben. Hier haben wir nämlich ganz, ganz viele Wüstenrasoren. Die wollen wir mal eliminieren, nachdem ich hier diesen Knackser hier gleich wegmache und abgespeichert habe. So, gucken wir doch mal, wo wir sind. Ich befinde mich vor der Ruinenburg, also glaube ich jedenfalls. Ja, genau, da sieht man die Fallen ein bisschen schlechter. Ja, und okay, mal gucken, ob du schnell zu Gledige bist. Da ist er. Okay, du bist weg. Wüstenraiser. Ja, ist klar. Glaube ich, hier war ich noch gar nicht. Jedenfalls von der Seite noch nicht gekommen. Da sind ein paar mehr. Auch gut. Oh. Ganz normale Pfeile genommen. Nichts Großartiges. Ah. Das war doch dann wieder ein bisschen zu riskant. Husch. Husch. Zum Glück sind die nicht miteinander verherdet oder verschaltet. Okay. So, und dann gehe ich zu dem nächsten Wüstenraiser, gucke mir mal den nächstmöglichen an, der hier eventuell in unmittelbarer Reichweite ist. Wohl eher nicht. Doch jetzt, wenn ich mich abwende, kommt der an und haut mir wieder einen auf die Mülle. Buffe, buffe. So.
Und es dämmert wieder. Mach die mal im Off, ne? Soweit so gut die Wüstenraiser geklärt. Und ich war hier noch nicht. Bei dieser Burgruine. Denn. Okay, nach Loot habe ich jetzt nicht explizit nach Kläutern geguckt. Denn hier oben. Hallöchen, wo bist du? Haben wir einen Skelettschützen. Treffe ich von dem von hier aus? Nee, aber. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Dann inspizieren wir mal den Fuß dieses einen Turmes. Okay, das führt in den Abgrund. Was machen die Möwen hier im Sound? Ist hier Ozean? Cool. Okay, hier ist nichts. So. Mal gucken, nicht, dass hier oben noch einer lauert, vor sich hin klappert. Stopp. Heilwurzel schwebend. Okay, hier ist das Tor. Alter Schwede. Bum, bum, bum. Ja, da sind eben ein paar. Ja, das Gerumsel eben. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Sagen wir dazu eigentlich immer. Infraschall ist das Stichwort. Also extrem tiefe Töne. Hier war ich doch. Hier war ich doch. Otter? Aber warum ist er da eine Skelettschütze doch? Da habe ich da irgendwas verpasst. Komme ich da jetzt hin? Ja, Infraschall, extrem tiefe Frequenzen. Viele können es nicht hören. Ich kann es hören. So, wo war denn jetzt hier der Skelettschützi? Hier war er nicht. Das ist ja natürlich die erste Begebenheit, wo ich war. Moment, wo ist der Turm mit dem Bogen? Da bin ich jetzt total blöd. Anscheinend. Gehen wir mal auf eine Aussichtsplattform. Jetzt sind hier. Ja, ja, ich weiß. Wieso laufe ich hier wieder rum? Ich will diesen Skelettschützen haben. Ich hole ihn mal eben gleich. Einen Moment. Jawohl, jetzt sind wir im Schmiedezimmer, im Schmiederaum und da geht's oben, ganz oben hoch. Wir gehen mal ganz hoch. Das habe ich wohl völlig übersehen. Dass hier noch ein Schlettkämpfer ist. Ein Schlettkämpfer, auch gut. So, zack. Okay, nur ein Knöchelchen. Das heißt also, jetzt kommen wir gleich zu diesem Torbogen oder zu diesem Bogen rum. Okay. Da oben ist schon wieder einer. Ah, der will hier einen Bogen schießen, aber ohne mich. Nix mit Bogen. Sorry. Aha. Ach, dann machen wir das mal eben im Bogen. Wunderbar. Kaputt, Nick. Ostische zwei Hände. So, und hier ist der Bogen, wo der halt eben stand. Und da ist ja noch einer. Und der ist jetzt auch im Hinüber. Dann gehen wir hier nochmal kurz die Treppsche hoch. Treppsche. Oh, hier kann man sogar hoch. Den Part habe ich völlig vergessen. Kommt vor. So, dann jedet hier über den Bogen rüber. Ist die Burgruine habe ich noch nicht ganz durchgehabt, obwohl ich schon zweimal da war. Oh! Ui, Golepsi, Popemsi. Kommst du denn auch da durch? Kommt er. Und ich falle unter. Gucke nach oben, statt nach unten. Menno, Menno, Menno. Also, da wirft er Schatten, also ist er hier oben. Speichern wir mal ab. Ach ja, ich habe mal den Gift... Nee, Quatsch, doch einen Giftpfeil eingelegt. Mir ist aufgefallen.
Man kann mit wenigen Giftpfeilen Steine vergiften. Ein Steingolem. Auch gut. Haha, auch gut. Gut. Was soll ich zu ihm hinrennen und dann einen auf den Deckel hauen? Da bringt er nicht viel. So. War hier noch was zu holen? Nein, das waren die beiden anderen Schergen. So, wir wollten ja hier rüber. Lalalala. Oh, war. Wo geht's denn wohl hier hin? Hat mir keiner in den Kommentaren geschrieben. Du hast was vergessen in der Burgruine. Aber das ist nicht schlimm. Schließlich und endlich und letztlich sind wir hier auch hingekommen. Hier gibt's ein Bettchen. Jo, nö. Noch nicht. Jetzt geht's hier runter und hier hoch. Als erstes gehen wir mal hoch. Aha, okay. Greifenkeil. Noch ein Greifenkeil. So. Wo ich Greifenkeil? Ach ja, haben wir die auch erledigt. Oh, hier ist noch einer. Oder? Und dann ist er hier um die Ecke. Oh. Okay, auch den haben wir gegriffen. Aber ich habe hier ein Ledersäckchen gesehen. Was steht da? Lederbeutel mit 5 Goldbrocken. Goldbrocken, die frohlocken. Wo geht's denn hier weiter? Okay, hier auch nichts. Genießen wir die Aussicht. Leider zu diesig. Zapp. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht es hier wieder runter. Ganz runter? Aha. Ui. Säulen. Ich habe noch was auf dem Boden liegen sehen. Genau. Ein Silberteller, ein Waffenbündel. Schlüssel? Amphore? Hm. Wieso steht da jetzt nicht Schlüssel zu irgendwas? Das wäre cool. Ah. Eisblock, oh, kann man auch gut gebrauchen. Eisblock ist manchmal ganz gut. Noch hier was in der Ecke. Nope. Oh, bist du dünn. Jawohl. Dann gehen wir jetzt hier runter. Vielleicht ist der Schlüssel für irgendwas. Zum Öffnen. Oh! Wo bist du denn jetzt her hier, du untoter Magier? Oh, habt ihr gesehen? Der hatte Runen dabei. Nee, doch nicht. Ha. Wow. Bitte, wie sehr du. Wie ein Buch da. Spruch oder sowas. Nein. Nix. Alchemitisch, ja. Gut. Ist hier noch irgendein Skript? Nein, auch kein Skript. Und da oben komme ich nicht hoch, weil die Decke zu niedrig ist. Ja, dann knacke wie mal die Truhe. Nee, brauchen wir gar nicht knacken. Weil wir bestimmt den Schlüssel dafür hatten, wenn es dieser Schlüssel war. Ja, schön. Achso, ja, oh, reine Lebensenergie, Elixier des Geistes und Quick-Loot. Goldbrocken. Tja, ich würde mal sagen, das war's. Und hier hängt nur eine, ja, steht nur so eine Schaufensterpuppe in Knochenform. Jipp. Ich glaube, jetzt sind wir endlich ganz durch mit dem mit der alten Burgruine. Dann suche ich mal nach dem Ausgang. Und dann dürfte ich eigentlich hier ganz unten ganz fertig sein. Wenn ich mir noch ein bisschen hier zu Bette legen. Ach, hier sind wir. Okay, nee, brauchen wir nicht. Gehen wir wieder ganz runter. Na gut, dass es da die Balu gab. Balustrade. Ja, das war die aber. Stopp mal. Manchmal ein bisschen zu fix. Ah, trotzdem sind wir jetzt durch. Gut. Speichere mal ab und dann überlege ich mir, wo ich noch was hätte vergessen können. Und soweit ich das überblicken konnte, nichts weiteres Neues gefunden. Wir gucken mal ins Logbuch. Und bin jetzt hier ziemlich weit unten und es gibt dann noch so einige Sachen.
Was können wir hier machen? Die Rückeroberung von Korinis. Ach, wisst ihr was? Ich versuche mal die Quest der verlorene Sohn aufzulösen. Garrick will nach Adarmos zurückkehren. Na, da wird sich sein Vater aber freuen, wenn ich ihm das berichte. Das ist ja der Dorfvorsteher auf dieser winzig kleinen Insel. Das heißt, Barand, Gerüste, Küste, Torpatera, Patara. Ja, es kann natürlich sein, dass er sagt, so von wegen, nee, du hast noch was vergessen, ich komme doch noch mal wieder. Keine Frage. Okay, auf zu Herrn, wie hieß denn der noch mal? Ernst, ne? Ich blute ein bisschen. Ernst. So, bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Gut, es geht sofort los. Oh, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich will ja noch ein bisschen Sachen auffrischen. Ich habe ja mein eigenes Kabuff. Moment. Zum Beispiel hier haben wir Herrn Wulfias. Welche Rezepturen unterweise mich Spruchrollen erschaffen? Segne mich, Mana-Kraft, Lebenskraft. Unterweise mich. Großer Feuerball, kleiner Feuersturm, Blitzschlag, Blitzkosten, schwere Wunden heilen, Untote vernichten, mittlere Wunden heilen, Schlafkosten. Das hat sich natürlich jetzt vergrößert, weil ich ja im fünften Kreise bin. Blitzschlag, Blitz, fünf. Ach ja, ich sollte vielleicht nochmal erzählen und zeigen, dass ich, während ich die Wüstenraiser erledigt habe, dass ich dann noch hier, ja, ein bisschen Lernpunkte bekommen habe. Okay, Wulfias, bring mir bitte bei, wie ich glaube, Blitz, den Spruchrollen erschaffen. Das ist eigentlich ein guter, ein guter Spruch, finde ich. So. Er schreibt da noch nur was und das war's dann. Okidoki. Dann sollte ich mal vielleicht eventuell mal mich begeben in Kajute, in Schlafkajute, von die vielen Leute hier. Ja, Sprechervielfalt, ne? Damit ich ein bisschen geheilt bin. Und sozusagen eine gewisse Rekonvaleszenz erhalten habe. Okay. Jetzt geht's hoch zu Monsieur. Monsieur Balvin. Ich glaube, ich muss dann hier zu. Ja, Balvin. So, wir sagen. Ich war im Tempel von Ashtad. Müssen wir auch erzählen, liebe Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn Balvin da sagt. Ich war im Tempel von Ashtad. Sehr gut, Paladin. Was hast du erfahren? Die Knochenkrieger gehören zu dem Heer eines mächtigen untoten Magiers, der von den Assassinen beschworen wurde. Dieser untote Magier soll die Welt für Belia unterwerfen. Bei Innos, als ob die Orks nicht reichen würden. Du musst unbedingt herausfinden, wo sich dieser untoten Magier befindet und ihn mit Innos Hilfe vernichten. Ich vermute, dass dieser sich in einer Grabkammer befindet. Allerdings konnte ich diesen noch nicht betreten. Du musst unbedingt in diese Grabkammer kommen, sonst sind wir alle verloren. Ja, das soll ich aber nicht machen. Laut einigen Tipps. Was nun? Große Frage. Speichern. So, ich habe mal wieder eine Notiz gemacht, gerade eben, was ich nicht lesen konnte. Die Boten der Finsternis, der Weg der Assassinen und wichtig für die Nomaden. Gucken wir ins Logbuch und gucken mal, wo das alles ist. Also, wichtig für die Nomaden. Ich habe Lord Baldwin mitgeteilt, was ich im Tempel von Ashtad erfahren habe. Der Seelord gab mir den Befehl, diese Grabkammer zu betreten und das Böse dort zu bekämpfen. Dann heißt es wichtig, der Weg des Assassinen. Hab laut Baldwin mitgeteilt, dass man mich nach letzter Absatz. Ich habe laut Baldwin mitgeteilt, was ich im Tempel von Ashtad erfahren habe. Der Seelord gab mir den Befehl, diese Grab. Hä? So. Okay. Und das Böse, okay, das ist gleich. Dann haben wir noch hier die Boten der Finsternis. Guck ich mal, wo die sind. Die sind auch etwas weiter drunter. Ich habe Lord Baldwin mitgeteilt und das Böse zu. Okay, dreimal der gleiche Eintrag.
Ja. Aber trotzdem möchte ich ganz gerne Überfahrten machen. Ja, wo wollen wir denn hin, lieber Baldwin, liebe Freunde? Wir müssen Varant verlassen. Und warum? Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. So, nun gut, ich vertraue dir. Segeln wir erstmal auf die offene See und dann sag mir, wohin du willst. Gedusch. So, jetzt sind wir hier und jetzt ist mein Unterdeck wieder offen zu meiner Truhe. Och, ich schlepp mal mit. Jetzt kann ich mir aussuchen, zu welcher Insel ich noch rüber segeln möchte. Wohin können wir jetzt segeln? Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Danke. Condera, Tamora, Varant, Ada, Ardarmos. Da möchte ich hin und den verlorenen Sohn begrüßen. Segeln wir zur Insel Ardarmos. Gut, wir werden sofort lossegeln. Ja, ich bin gespannt. Hallo, du bist wieder da? Ja, aber diesmal nicht, um mich bei den Korsaren reinzuschleichen. Das ist ja auch glücklicherweise nicht mehr nötig. Wieso? Was ist geschehen? Es kam zum Kampf. Sie wollten nicht auf Roches Angebot eingehen und haben den Kürzeren gezogen. Gut, dann habt ihr ein Problem weniger. Und die Söldner? Unterdrücken sie euch immer noch so schlimm? Nein. Jetzt, da die Korsaren erledigt sind, haben sie keine Angst mehr, dass wir zu ihnen überlaufen könnten und sie lassen uns in Ruhe. Zurzeit haben sie Besseres zu tun. Sie sind damit beschäftigt, die Rumpfvorräte der Korsaren zu versaufen. Und das wird dauern, bis sie damit fertig sind. Das glaube ich. Allerdings ist uns jetzt von Roche verboten worden, in den Wald zu gehen. Warum denn das? Aber erzählen wir erstmal, dass wir seinen Sohn wieder getroffen haben. Ich habe deinen Sohn getroffen. Es geht ihm gut. Mein Sohn? Wo befindet er sich? Auf Korinnes. Er wird schon bald wieder zurückkehren. Ah, okay. Er kehrt bald wieder zurück? Das ist ja... Mir fehlen vor Freude glatt die Worte. Ich muss dann weiter. Mach's gut. Danke. Danke für diese wunderbare Nachricht. Jetzt mal wieder zurück. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Es ist furchtbar. Anscheinend will Innos uns für irgendetwas strafen. Erst Roche, dann die Korsaren und jetzt? Was jetzt? Na rede doch. Es sind überall auf der Insel seltsame Golems erschienen. Roche hat daher einige Männer ins Korsarenlager geschickt, um diese zu beobachten. Diese Kreaturen scheinen unzerstörbar zu sein. Roches Männer konnten nach einem Kampf mit ihnen jedenfalls gerade noch so mit dem Leben davonkommen. Ach, es ist wirklich schlimm. Ich mache mir die größten Sorgen um unser Dorf. Du musst uns helfen. Wie soll ich euch denn gegen diese unverwundbaren Wesen helfen? Ich bin doch kein Magier. Dann rede mit dem Feuermagier Kaio. Er müsste sich dem Trupp ins Korsarenlager angeschlossen haben. Er hat bestimmt ein Mittel gegen diese Kreaturen. Warum muss denn ausgerechnet ich mit Kaio reden? Könnt ihr denn nicht mal eure Probleme selber lösen? Das habe ich versucht. Kaio sprach davon, dass es etwas gibt, was diese Golems zerstören könnte. Aber ich bin nur ein einfacher Bauer und habe nicht verstanden, was er gemeint hat. Na schön. Dann werde ich mal mit ihm reden. Aber versprechen kann ich nichts. Ich danke dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, schön gesagt, ne? Schauen wir mal ins Gobo, sag ich schon. Mächtige Golems. Auf Ardarmos sind mächtige, unzerstörbare Golems erschienen. Selbst die Söldner haben ihnen nichts entgegenzusetzen. Der Dorfvorsteher bat mich, Kaio im ehemaligen Lager der Korsaren aufzurufen. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal eben, wen wir hier so als Freund haben. Und der Freund Huber zum Beispiel, hallo. Hallo. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Ach, früher war alles besser. Heute hocke ich hier vom Lagerfeuer und hoffe, dass der Krieg mit den Orks bald vorbei sein wird. So aber lebt man ständig in der Angst, dass hier noch was ganz Schlimmes passiert. Okay, das war jetzt Pauschalgesülze. Jean und Anne. Ich glaube mal nicht,
dass da irgendwie was Neues gekommen ist. Ansonsten verbessert mich per Kommentar. So, jetzt suche ich aber hier mal diesen. Aha, hier kann man ja noch was holen. Wo ist er denn? Rosch. Kann er mir was erzählen? Hallo, Rosch. Hallo, Rosch. Ach, sieh mal an. So sieht man sich wieder. Was treibt dich denn wieder auf die Insel? Habe hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Wie ist die Lage? Nicht so gut. Es gibt ein Problem mit einigen Golems, die hier plötzlich aufgetaucht sind. Viel weiß ich aber nicht über die Sache. Da solltest du schon Kayo fragen. Und was ist mit den Korsaren? Tja, die Dummköpfe wollten mein Angebot nicht annehmen. Verdammt, das war wirklich nicht mehr feierlich. Wie seid ihr Söldner eigentlich hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Interessiert dich bestimmt nicht. Die anderen Söldner waren schon lange vor mir hier. Ich kam in eigenem Interesse hierher. Woher ich aber komme, kann dir egal sein. Ja. Bis dahin. Also, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffentlich ihr auch. Macht's gut. Tschüss.